Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Teamprojekt zusammen mit Chris. Moin. So, der Chris hat da schön schon mit dem Andersen Hybrid X da die Ball entwickelt. Und ja. Jetzt schaffst du gerade mit dem Drescher entgegenkommen. Oh, der Hund macht mich nieder. Ah, jetzt doch auf einmal einen großen Drescher. Haben die vorher schon gehabt. Also so groß ist der gar nicht, der ist nochmal kleiner wie unsere. Warten gerade zu kommen. Also wir sollten mal ein bisschen Heu mähen. Ja, ich schau da gerade bei den Gewächshäusern, aber da ist eh noch drin. Jo, Holly. Ist denn das ja gerade jemand unsere Siegeballen anguckt? Ein gewisser LS-Kampfier. Der mit die IE. Was macht der Matthias da? Der ist bei mir da. Ja. Immer noch außenrum fahren. Ja, ich weiß. Wann kommt eigentlich einmal die Hofverstärkung wieder? Oder ist er jetzt einmal dabei? Keine Ahnung, wann der kommt. Wo war denn der Wickler? Ah, da hinten, da beim Dings, gell? Beim Mähwerk. Also halt bei der... Bei der kleinen Unterstellung da hinten. So, fahren wir mal hinter eine da. Geht wohl mit dem langen Fass. Geht wohl mit dem langen Fass. Wo soll ich die Dings hin tun? Vorne, weg bei der Einfahrt rechts. Tatsächlich, bevor wir gar nichts zu tun haben, würde ich exakt tun, mal wegen Räume hin. Ja. Ja, mit was soll ich mähen? Schätzungsweise mit dem Traktor oder so einer Pöttinger Kombi? Ja, nein, ich meine, was für ein Traktor? Mit dem Johnny oder mit dem Fendt oder mit dem Wasser Ferguson? Du jetzt eigentlich gerade vor mit dem Gewicht, also mit dem Gewicht hinten. Was denn, wo soll ich denn hinstellen? Einfach Auto dazu. Im Frontal-Equipment. Und den Johnny irgendwo in Halle, ne? Ja. Also stimmt, der Glas ist ja noch ein Ding. Beim Flügen.
Johnny oder MF? Hast du unser Schäfer benutzt oder warum steht er schon so schief? Na. Mit dem Ding was? Man. Na. Ja, mit dem oder was? Ja, ne, dann bin ich massiv vergessen. Und der Halle steht. Sie ja schon seit meiner Spiel. Gehen, oder? Ja. Ich könnte mir so vorstellen, wenn ich Gunni sagt, dass wir häckseln, dass der gleich auf der Matte steht. Ja. So werden wir häckseln dann. So, also die Wiesen, wo wir nicht fertig gemacht haben, mit auch wieder abmachen, oder? Ja, halt die eine, wo du angefangen hast zu mähen. Ja, die Hügel links, halt ja. Ein paar Bahnen lang ziehen. Wäsche ein bisschen ganz hoch zu der ersten zu der Kurve da. Das sollte eigentlich reichen. Tausende Mehl haben wir. Mhm. Ja, Mehl ist heute auf jeden Fall, produziert auf jeden Fall gut. Gerade mit Hafer. Läuft der gut noch. Da haben die auch so einen großen Löffel. Ne? Wo sind sie entfernt? Selben wie hier. Zumindest mit Aura hier. Das ist dieselbe PS-Klasse, weiß ich nicht. Wenn ich gerade so weiterfahren, wo fahre ich hin? Erstmal über die Hecke beim Händler. Kann man mal machen. Koppelt ihr schon mal den Jongleur mit dem Schwader zusammen? Wenn ihr könnt. Übers. Ah ja, muss mal sagen. Wenn es wieder das noch getan ist. Wenn unser Schwader gar nicht. Ah ja, da muss ich ja drei Doppelage machen, gell? Ja, dann muss ich schnell bei der zweiten Dings umstellen. Jetzt hätten wir wohl nicht Palette 400, Alter.
ich gerade fragen, ob ich überhaupt einen habe. Ich glaube, wir haben gar keine Sparte. Doch, haben wir. Die Krone Seitensparte. Ah ja. Bonus. Schauen, ob die dieselbe Variante von aha. Nein, ich hab's nicht gehört. Was denn? Ich dachte gerade, die haben es hier in Rüben oder verkauft. Die haben eine riesen Halle bei sich auf dem Hof stehen. Aber da ist nur ein Ding drin. So ein Gruppe. Wow. Ja, ich finde, aus dem Halle war ganz gut. Wow. Sie bauen eine große Halle um, aber haben dann nichts drin. Gerade erst eine Palette Honig weg, es sind jetzt schon wieder zwei neue. Jetzt ist doch eh nicht eine wieder. Fleißig Bienchen. Drei Paletten anstatt 10 Paletten um 1200 Liter zu bekommen. Ja. Ist auf allem nicht so. Warum ist das so? Also 3000 Honigpaletten vom Eier nicht. Das braucht 3 Liter so viel. Geisteskrank mit dem Europa 6S. Ja, die übertreiben. Dafür haben sie dann keine anderen Maschinen. Wir haben halt alle, die wir brauchen. Wir können halt so alles aufrüsten eigentlich noch. Wir können Häcksler aufrüsten. Maschinen können wir aufrüsten. Maschinen können wir aufrüsten. Irgendwas, was wir nicht aufrüsten können, ist unser Wender. Und Schluch. Palmpresse. Aber ansonsten können wir alles eigentlich aufrüsten. Ich finde, es macht das aber auch keinen Sinn. Ja, keine Ahnung, wo es die fuhren.
So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung durch. Schaut bei den anderen zwei komischen Vögel vorbei. Und jo, dann schaut in der nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.